Guten Morgen. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe ja bei meiner Freundin geschlafen, mit noch einer anderen Freundin. Und ja, der Geburtstag war schön, es war lustig. Es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder rauszugehen, einfach mal was zu trinken. Ja, zu quatschen über alte Zeiten. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Aber jetzt bin ich auch froh, wenn ich wieder nach Hause komme und mein normales Leben habe. Also, oh, das ist aber eine Wasserpfütze. Das ist ja jetzt... Ich habe gestern gesehen, dass es den neuen Thermomix gibt. Und im Normalfall hätte ich gesagt, boah, cool, Thermomix, weil ich stehe ja total auf den Thermomix. Den möchte ich gerne haben. Aber ich finde, der kann jetzt nicht so besondere Sachen. Der ist jetzt nicht viel größer. Wenn der nämlich jetzt größer wäre vom Fassungsvermögen und jetzt noch was Besonderes Neues könnte, außer jetzt bis zu 160 Grad. Dann, also der kann jetzt auch anbraten, aber das muss ich nicht haben. Und ich finde es bei diesen Geräten auch besser, wenn man da noch ein bisschen wartet und erstmal die ganzen Fehler abwartet, die dann irgendwie noch zustande kommen sollten oder so. Dann kann man lieber noch ein Jahr warten und dann vielleicht zuschlagen. Also der ist auch nur 60 Euro teurer wie der normale. Das finde ich ja schon mal ganz interessant für die Leute, die eh am Überlegen waren, sich einzukaufen. Für die Leute, die sich jetzt vor kurzem erst eingekauft haben, ist natürlich doof, aber ich glaube, bis zum 20. Februar habe ich gelesen, wenn man sich den, also nee, nicht bis zum, sondern wenn man sich ab dem 20. Februar eingekauft hat, dann kann man den wohl umtauschen oder irgendwie sowas. Aber für die im Januar, die Käufer, ist es natürlich total doof. Was meinst du da, Benni? Weißt du was? Ja, was denn schon? Wegkleber. Upsi. Ja, bitte, was brauchst du? Möchtest du eine andere Farbe haben? Rot? Ja, war klar, dass du dann auch noch was haben möchtest. Ja, immer dieses, oh, was er hat, möchte ich auch. Nee, du hast ja jetzt zwei. Der Jonas hat zwei. Ja. Lern sprechen, dann kannst du mir sagen. Gleich kommt noch eine Freundin von mir. Ich wollte jetzt Waffeln machen, weil ich ja eh nichts zu tun habe und jetzt hier nur sitze mit, also ich sitze jetzt hier nur mit Dennis und den Kindern rum. Da kann ich auch irgendwas Produktives, Leckeres machen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich Waffeln mache. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich überhaupt alles habe, was ich brauche. 250 Gramm. Oh Gott sei Dank. Ich habe noch eine Packung Butter. Butter, Zucker, Vanilleextrakt. Ich benutze das anstelle von Vanillezucker. Salz, Eier, Mehl. Was ist das? Backpulver, Backmilch. Und als letztes noch Mineralwasser.
Komm, Leon, wir gehen jetzt in die Badewanne. Aber ich muss noch eine Dampflok bauen. Eine Dampflok? Okay. Ja. Ich bin gleich fertig. Okay. Kommst du danach hoch, wenn die fertig ist? Ja, du kannst ein paar Minuten warten. Kann ich das? Ja. Ein bisschen. Und sieht die schön aus, dieser Block, die ich gebaut habe? Ja. Ich sammle schon mal hier die ganze Wäsche ein, die ich ja sonst morgen machen würde. Aber damit das schneller geht, mache ich das hier. Ich habe jetzt auch noch ganz schnell unsere Betten bezogen und die der Kinder sind auch schon bezogen, damit ich komplett die ganze Wäsche schon mal hier habe. Mülleimer habe ich dann auch schon mal leer. Ich bringe euch die. Ein paar Sachen sind immer noch hier im Keller, die muss ich jetzt zusammenräumen. Die kommen dann auch direkt nach oben, weil wir jetzt zum Beispiel keine Schlafanzüge für Ben und Jonas mehr haben. Der ganze Stapel ist nämlich hier vorne. Ja, und dann werde ich das hier schon mal direkt aussortieren, weil ich nämlich noch die Wäsche brauche für Leons Verein, damit er morgen wieder zum Sport gehen kann. Die muss ich nämlich jetzt auch noch waschen. Das suche ich dann als erstes jetzt hier aus diesem Wäscheberg raus. Ich habe nämlich gedacht, ich hätte seine Wäsche gewaschen, aber ich habe nur die Hose gewaschen. Und nicht das Oberteil. Ich habe gerade gesehen, dass ich das Oberteil noch oben hatte. Also jetzt muss ich noch eine Maschine anmachen. Ich habe nämlich gedacht, das würde jetzt reichen. Habe ich die verwaschen? Oh je. Und seine Vereinshose, die kann ich jetzt nicht zeigen. Da steht der Sportverein drauf, aber das Weiße ist jetzt grau. Ja, die Sachen hänge ich jetzt auf. Und dann suche ich mal eben ein bisschen was zusammen, damit ich das Oberteil mal eben waschen kann. Wir gucken jetzt gleich noch unsere Serie. Ich gehe noch in die Badewanne. Und dann fängt die ganze Woche wieder von vorne. Das sieht immer noch ein bisschen fertig aus. Alle schlafen jetzt schon. Ich wollte aber noch eben meine Karte, die ich angefangen habe zu basteln, die wollte ich noch zu Ende machen. Also ich habe schon alles ausgeschnitten. Der Plotter hat es gemacht. Und ich klebe das jetzt alles noch zusammen. Das mache ich mit euch zusammen und dann gehe ich auch ins Bett. Also ich muss noch duschen, weil meine Haare riechen extrem nach Rauch, weil ich ja mit den Mädels war ich draußen, wenn die rauchen waren und dann nimmt man direkt den Rauchgeruch an. Ich habe Gott sei Dank keine Zigarette geraucht. Ich hatte nämlich Angst, dass wenn ich was getrunken habe, dass ich mich dann wieder dazu verführen lasse. Ich mache das mal eben so. Habe ich aber Gott sei Dank nicht. Ich bin stark geblieben, aber ich hatte auch überhaupt nicht das Verlangen. Letztes Jahr hatte ich nämlich das Verlangen. Dann habe ich ein paar Mal an der Zigarette gezogen. Es war so ekelhaft. Ich habe danach auch nicht mehr weiter geraucht. Das war jetzt nur an den einen Abend vor einem Jahr. Das war so eklig. Also ich bin damals ein Kettenraucher gewesen vor den Kindern, vor Leon. Bevor ich mit Leon schwanger geworden bin, habe ich ja sehr, sehr viel geraucht. Und habe ja Gott sei Dank dann auch damit aufgehört. Und mir geht es auch so viel besser dabei. Ich hatte natürlich einen positiven Ansporn. Ich wollte schwanger werden. Ich wusste, ich muss eine künstliche Befruchtung machen und habe aus diesem Grund aufgehört. Hätte es nicht geklappt, dass ich nicht schwanger geworden wäre, das war ja zwei Monate vorher, habe ich aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich dann wieder angefangen hätte, aber ich habe im Hinterkopf immer gehabt, wenn es nicht klappt, fange ich wieder an zu rauchen. Das wäre dann, hört sich voll blöd an, aber meine Belohnung gewesen. Ich konnte mich nicht belohnen, Gott sei Dank, weil ich ja dann schwanger geworden bin. Und da war es auch wirklich viel einfacher. Wenn man weiß, wofür man es macht, dann war irgendwie auch gar nicht mehr die Frage, ob ich nochmal anfange oder nicht. Ich war froh, dass ich davon los war. Da habe ich ja eh noch gestillt und es ist einfach toll. Man hat nicht mehr dieses Verlangen, dieses Muss. Ich muss jetzt eine rauchen gehen. Das hatte man wirklich. Der Körper wollte das. Mein Kopf wollte das. Nicht mein Körper, sondern mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, du musst jetzt eine rauchen gehen. Das ist ja eine Gewohnheit. Das ist wie, wenn ihr jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit aufsteht. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. Und so ist das auch mit dem Rauchen. Und mir geht es eigentlich viel besser. Und ich esse sehr gerne dadurch. Also ich habe gutes Essen schätzen gelernt, seitdem ich nicht mehr rauche. Also es lohnt sich wirklich aufzuhören. Auch wenn man jetzt nicht den Ansporn von Schwangerschaft und Kinder und sowas hat, es lohnt sich trotzdem, weil das, was hinterher, man fühlt sich halt nicht mehr so ausgegrenzt. Ich habe mich als Raucher doch dann schon später, also dann fing es ja an, man darf nicht mehr irgendwo rauchen, sondern man muss halt immer rausgehen, was ich auch sehr gut fand, dass man nicht mehr einfach so in öffentlichen Räumen raucht, sondern dass man dann rausgehen sollte.
Das war ja früher bei uns im Pausenraum, konnte noch geraucht werden. Da haben die ganzen Klamotten immer extrem gestunken und ich als Raucher fand es schon ekelhaft. Ja, da hat man sich dann irgendwann ausgegrenzt gefühlt. Ja, ich mache jetzt noch mit euch zusammen die Karte, wobei mein Akku das, glaube ich, nicht mehr mitmacht, ne? Es soll eine einfache Grußkarte werden. Die Datei von der Karte und die Dateien, die ich hier verwendet habe, werde ich euch hier unten einblenden. Ich habe mir hier noch so komische Pads, 3D-Pads heißen die, glaube ich, bei Action gekauft. Und dann hier diesen Kleberoller von DM. Die Karte war ein Freebie, also es war kostenlos, die Datei. Die habe ich aus einer Facebook-Gruppe. Der Kleber klebt richtig gut, aber der ist auch schnell leer. Ich hoffe, ich bin euch nicht allzu sehr mit meinen Hobbys diese Woche auf den Keks gegangen. Aber ich war so froh, dass ich diese Woche mal extrem viel Zeit dafür hatte, weil ich mir die Zeit selbst dafür genommen habe. Sonst habe ich immer geguckt, dass ich in der Mittagspause ja entweder irgendwas für den Haushalt mache oder ich habe viel gekocht. Das habe ich diese Woche ja nicht ganz so viel gemacht. Oder ich habe halt auch sehr viel, dass ich mal ein YouTube-Video geschnitten habe. Ich habe ja sonst meistens so 2 Videos hochgeladen die Woche. Diese Woche habe ich nur 1 hochgeladen. Also das merkt man schon. Man hat dann einfach viel mehr Zeit wieder für andere Hobbys. So musste YouTube dann ein bisschen anstehen. Mein Akku hat es leider nicht mehr geschafft. Ich wollte mich aber noch bei euch verabschieden. Und eigentlich hatte ich ja vor, mit euch zusammen mein Nähprojekt zu starten. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber ja, ich habe mich auch sehr viel mit dem anderen, mit dem Plotter und so aufgehalten. Ach, ist das schön. Aber sobald ich wieder Zeit habe, sprich, wenn ich die ganzen Videos geschnitten habe, dann werde ich auch die Kamera wieder anmachen, denke ich. Ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Aber dann mache ich die Kamera wieder an, dann nehme ich euch dann auch mit durch meinen Alltag und nähe das dann mit euch zusammen, fange das Projekt an und ich hoffe, dass ich vielleicht ein Set schon mal beenden kann, dass ich euch das dann auch direkt zeigen kann. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag oder je nachdem, wann ihr das Video halt seht und einen schönen Wochenstart, wenn ihr das Video am Sonntag sehen solltet. Ja, und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss!